Meine Oma wartete jeden Sommer im Garten oder in der Küche auf mich. Es roch nach von der Sonne getrocknetem Gras und Blumen. Ich fiel ihr voller Freude in die Arme. Ich vermisste ihr Lächeln. Sie ist letztes Jahr im Sommer gestorben. Baba annem onu altı yaşındayken evlendi ve 17 yaşındayken ilk çocuğunu dünyaya getirdi. Hayat önceden belirlenmişti. Çocuklarla ilgilenmek, ev işlerini yapmak ve tarlada çalışmak zorundaydı. Das ärgert mich. Wieso durfte sie kein anderes Leben führen? Obwohl sie es nicht leicht hatte, ist sie ein positiver Mensch gewesen. Sie hat mich motiviert und bestärkt, ein anderes Leben zu führen. Meine Oma wünschte sich mehr Rechte für die Frauen in der Türkei. Warum durften meine Oma, meine Mutter und meine Tante nicht studieren gehen? Meine Oma fand das immer unfair. Warum ist ein Mann oder ein Junge mehr wert als eine Frau oder ein Mädchen? Sind wir nicht alle gleich? Neden kadınlar bugün hala ev işlerini yapmak zorunda? Neden erkeklerden sonra temizlik yapmak zorundayız? Babaannem hep büyük babama şöyle derdi. Elleriniz var, ayaklarınız var. Neden biz arkanızdan temizlik yapmak zorundayız? Meine Familie lebt in einem Dorf und sie waren sehr arm. Sie hatten kaum Chancen, einen Job zu finden. Deshalb ist mein Vater nach der Hochzeit mit meiner Mutter nach Österreich gezogen, damit wir hier eine bessere Zukunft haben. Avusturya'da doğdum ve babaannemin adını taşıyorum, Fatma. Babaannemin en büyük dileği benim bir gün üniversiteye gitmemdi. Babaannem hep şöyle derdi. Ben üniversiteye gitme fırsatım olmadı. Umarım sen bir gün üniversiteye gidebilirsin. Beide, meine Oma und meine Opa haben mich immer ermutigt, eines Tages die Uni abzuschließen, weil sie sich besseres Leben für mich gewünscht haben. Das hat mich immer so glücklich gemacht, weil sie die Liebe für mich gezeigt haben und ihre Hoffnungen in mich gelegt haben. Bu yüzden onların dileklerini gerçekleştirmek için çok şey diliyorum. Hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Ben, ailemde gidecek birinci kuşağım. Jetzt, dank meiner Eltern und ihrem Umzug nach Österreich, habe ich die Möglichkeit, in Österreich zu studieren. Ich besuche die modulare Mittelstufe in Aspern und lerne gut mit. Meine Lehrer helfen mir immer dabei, wenn ich etwas nicht verstehe. Aber es ist nicht immer einfach, weil mein Vater selbst nicht hier in die Schule gegangen ist und weil meine Mutter mir jetzt nicht bei den Hausübungen helfen kann, weil sie auch meine Geschwister erziehen soll. Bazen korkuyorum ve merak ediyorum. Bir gün üniversiteye gitmek için bunların hepsi değecek mi? Tüm bunları başarabilir miyim? Aber dann frage ich mich, was ist stärker, Fatma? Die Zukunftsangst oder die Zukunftshoffnung? Ich will mich nicht auf meine Zukunftsangst konzentrieren lassen. Ich will an das Positive denken, so wie meine Oma. Alle Menschen sind gleich und sollen die gleichen Rechte haben. Aber nach einer Zeit später frage ich mich, bu kadar insan okuyamamış Fatma. Senin okuman mümkün mü? Herkes zorlanmış. Acaba sen zorlanmayacak mısın? Irgendwie finde ich das komisch. Ich habe das Gefühl, dass es in Österreich zwei unterschiedliche Meinungen zu Migranten gibt. Einmal gibt es die Flüchtlinge, die aufgrund von Krieg bei uns in Österreich willkommen sind. Zum anderen aber sollen dann Menschen, die keinen österreichischen Namen, aber in Österreich geboren sind, sich als Ausländer fühlen und zurück in ihre Heimat gehen sollen. Aber ich bin in Österreich geboren und heiße Fatma. Ich trage den Namen meiner Oma. Meine Heimat ist zwischen Wien und Ankara. Aber wo soll ich denn hin? Deshalb sagen Sie mir, wie fair das ist. Sind wir nicht alle gleich? Egal wie viel Cent du in deiner Tasche hast, egal welche Hautfarbe, welches Geschlecht du hast, jeder Mensch hat das angeborene Recht auf Freiheit und Sicherheit. İster Afrika'da doğmuş ol, ister Avusturya'da. Aber dann frage ich mich, Fatma, habe ich eine Chance in Österreich zu studieren, zu gehen, als Erste in meiner Familie? Ist das für mich möglich? Kann ich das schaffen? Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. Ich weiß nicht, ob ich meinen Traumjob als Lehrerin erreiche. Aber ich werde auf meinen eigenen Füßen stehen
so wie meine Oma es gemacht hat. Ben her sınavımda, her seferinde babaannemi ve büyük babamı düşünüyorum. En büyük dileğim babaannem gibi kendi ayaklarının üzerinde durmam. Ich will so stark sein wie meine Oma. Ich will so genau stark sein wie meine Oma, wie sie selbst auf ihren eigenen Füßen gestanden ist, ohne jemand dabei sie zu helfen. Wie mein Opa sagte, hayatta yapabileceğiniz en büyük hata, hata yapmaktan korkmaktır. Mein Vorbild ist Malala Yousafzai. Ich hoffe, ich werde eines Tages wie sie eine mutige und eine starke Frau. Sie ist jetzt eine Aktivistin und versucht jetzt allen Mädchen zu helfen, damit die studieren gehen können. Malala okula giderken Taliban tarafından saldırıya uğradı ve boğazından ve ağzından ağır yaralandı. Was ich damit sagen will, wenn du ein Mädchen bist, dann kannst du alles erreichen, was du willst. Wenn du studieren gehen möchtest, kannst du das schaffen. Wenn du eine Schulausbildung hast, findest du einen Job und kannst dein eigenes Geld verdienen, ohne dass dir jemand hinterherläuft. Meine Oma sagte immer, başka kimselerin sözlerini kafana takma. Kafandan, aklından, kalbinle ne geçiyorsa onu yap. Çünkü kalbin ve aklın seni hiçbir zaman yanıltmaz. Yazın bir alıntıyla bitirmek istiyorum. Es gibt einen Moment, in dem du dich entscheiden musst, still zu sein oder aufzustehen. Lasst uns gemeinsam die Welt verändern. Lasst uns gemeinsam für alle Mädchen auf dieser Welt aufstehen. Dankeschön.